Hallo, herzlich willkommen zum neuen Messerreview. Heute das Gerber Strong Arm. Ich habe mal gleich zwei Ausgaben davon. Einmal nämlich das echte und einmal das falsche. Das falsche habe ich euch schon mal, ich glaube, im Frühjahr gezeigt oder irgendwann. Auf jeden Fall war es kalt noch draußen oder frisch. Vom falschen habe ich mittlerweile das Geld zurückbekommen. Und um Probleme zu vermeiden, für den Reseller auf Amazon hat er gesagt, behalten Sie es. Könnt ihr nichts damit anfangen. Hier ist jetzt das echte. Hört ihr? Das hier, also das echte, das ist das falsche. Ja? Gut. So. Also auf Amazon bestellt. Der Reseller bei Amazon hat es direkt versendet. Hier, das habe ich von Mila Sports. Hat der Herr Lachner selbst eingepackt. Also, wir haben eine Klinge von 11,38 cm. 11,7 Griff. TPE Gummi. Wir haben Original. Das übrigens mit Scheide genau 10 Gramm mehr wiegt als das Fake. Kommen wir übrigens noch auf Kleinigkeiten. Wenn man so genau hinguckt, würde man, wenn man die nicht kennt, wahrscheinlich drauf reinfallen. Wobei, dieses Diamond, dieser Diamond Grip, so nennen die das. Ja, also ähnlich wie Diamanten drauf sind, eingeprägt sind. Gibt echt einen guten Grip. Wir haben eine Fulltank-Konstruktion, die geht durch bis hier zu so einer Art Pommel, der zum Einschlagen von Scheiben oder ähnliches geeignet ist. Am Coating würde man erkennen, ja, wenn man drüber fährt, welches das echte ist, muss man aber genau drüber fahren. Das ist so ein ähnliches Coating wie das Paramilitary 2. Ja. Dann sehen wir hier beim Original ist die Seriennummer ein bisschen kleiner als die von dem Fake und etwas feiner gedruckt als die vom Fake. Ja. Gucken wir uns mal an, wie die Scheiden des Fake geschliffen ist. Seht ihr hier? Sind richtige Schleifwellen drin. Das hast du beim Original nicht. Wir haben hier, man könnte fast sagen, für Rechts- und Linkshänder zu tragen. Ja? Denn geht so rein, geht auch so rein. Ja? Und sie könnte es rechts und links tragen. Das geht allerdings nur beim Original. Beim Fake wird es schwierig, weil das Fake ist schon rechtshändig einzuführen und rausholen. So eine Sache. Und hier auch, ließe sich aber auch so. Aber wir wollen das Fake überhaupt nicht mehr beachten. Das ist 10 Euro. Das hier bei Mila Sports 75 Euro, 78 Euro. Habe ich jetzt nicht mehr so im Kopf. Siehst du? Man soll denn nicht zu früh wegwerfen. Achtung! Wir haben ja hier so eine Seitel Nylon Hybrid Scheide. Ja? Zum einen ist von dem, wenn man das jetzt so sieht, vom Original, das ist ein bisschen heller als das vom Fake. Beim Original haben wir hier den Flap, der nach hinten rausgeht. Ja, das sind ja alles Druckknöpfe, die lassen sich öffnen. Einfach weiter drüber gelassen. Bei dem hier haben sie es gerade abgeschnitten. Bei dem ist es breiter, bei dem ist es dünner. Ja? Das Gerber Logo ist beim Original besser eingeprägt als beim Fake. Also bei der Ausgabe wird wahrscheinlich einige Firmen geben, die das nachbauen. Das Original ist an sich, ne? Wir sehen es hier, von der Farbe soll ja Coyote sein. Von der Farbe her etwas heller das Original als das Fake. So. Und Achtung, bei meiner Ausgabe ist beim Original
der Druckknopf, wenn man Rechtshänder ist, auf der rechten Seite. Bei dem Fake, und ich bin mir sicher, dass da, dass sie da keinen Unterschied machen, ob du Rechts- oder Linkshänder bist beim Original, ist nochmal der Druckknopf. Beim Original, so, auf der linken Seite, so, Entschuldigung, auf der linken Seite. Beim Fake ist er auf der rechten Seite. Ja? Also der Druckknopf geht nach rechts weg und bei dem geht er nach links weg. An und für sich kann man darüber stolpern. Ich bin darauf ein bisschen aufmerksam geworden, als ich das mit dem Rausholen des Messers und dem Reinstecken, kein Klicken, hörte. Übrigens schönen Gruß an den Patrick, der mich darauf hingewiesen hat, das ist ein Fake. So, wir haben hier beim Original, wie auch beim Fake, lassen wir das Fake mal weg, die Möglichkeit, das bei Molle einzuschlaufen. Wir haben auch die Möglichkeit, diesen Seitel Nylon Hybrid zu kastrieren, nämlich indem wir hier den Druckknopf öffnen und dann hier durchlaufen. Dann haben wir eigentlich im Prinzip nur noch das hier. Das können wir dann Molle-kompatibel irgendwo einschlaufen, hochkant. So, dann haben wir hier hinten so eine Art Steg, den man, ich habe es bis jetzt noch nicht rausgeholt, muss ich ganz ehrlich gestehen, da stehe ich jetzt ein bisschen auf dem Schlauch. Messer raus, ist ja ein Werkzeug, zack, zop. Nehmt ihr den Steg raus, könnt das dann entweder komplett weglassen oder es irgendwo einschlaufen. Ihr packt dann den Steg wieder hier rein, zack. Fertig. Ja, wie gesagt, ihr könnt es dann hier so tragen, ihr könnt es aber auch Scout-Style hinten durch den Gürtel tragen. Ja? Aber ich finde das hier schon sehr angenehm. Zack. Wenn du es dann aber auch noch mit dem Hybrid hier dran hast, dann hast du die volle Gewährleistung, dass da nichts passieren kann. So, wieder eingeschlauft haben wir drei verschiedene Arten, das am Gürtel einzuschlafen. Einmal hier, das halte ich für die sicherste Version, oder hier für schnelle Entnahme. So. Das ist ein gut durchdachtes System. Es ist basierend auf einem Kampfmesser. Ich will aber jetzt das nicht als Kampfmesser darstellen. Ich würde sagen, wir reden hier über ein Survival-Messer, was du dir irgendwo hinpacken kannst, wenn du der Meinung bist, das kann man brauchen, immer im Notfall und es benötigt. Messer sind Werkzeuge, keine Waffen. Immer im Hinterkopf behalten, nie als Waffe auch nur sehen. So, kommen wir zum Praxistest. Da muss ich jetzt mal runterschwenken. Mittlerweile durch die große Hitze gerissenen Baton. Ich denke, übrigens 420 HC Stahl, der ist gehärtet meines Wissens nach auf 59 bis 61 Rockwell. Wir nehmen uns jetzt hier ein Stück furztrockene Birke und ein bisschen Spaß haben zusammen. Ne? Enorm! Enorm. Also dafür, dass es ein hochgezogener Flachschliff ist,
bis hier oben zu 70%. Locken. Ein Chopper ist es wahrlich nicht. Da fehlt ihm das große Gewicht. Ja? Im Gegensatz zum LMF2 fehlt ihm da ein bisschen Gewicht, aber es ist ja auch nicht als Chopper gemacht worden, sondern es ist eher so eine Art Survival-Messer, wie auch immer. Dennoch haben wir hinten auch die Möglichkeit, ein Paracord durchzuschlaufen, uns hier nochmal einen zusätzlichen Griff zu machen, wo wir dann mit choppen könnten. Ja? Dennoch, es geht, aber choppen ist eh nicht so meins. Hacken, ja? Weil es relativ inakkurat ist. Stärken liegen hier eher so auf der Bushcraft-Seite bei dem Messer. Das ist zumindest meine Meinung. Ja, Feathersticks, Löckchen, wie auch immer man das nennen möchte. Da haben wir sie. Ja, erste Sahne. Coating hält. Das kriegt aber Spuren ab. Das macht aber gar nichts. Ich finde, bei so einem Messer sind Spuren nicht nur erlaubt, sondern auch erwünscht. Denn ein Messer ohne Spuren ist einfach nicht benutzt. Es ist einfach so. Ja. Aber wie würde der Flo und wie würden Flo und Richie von Tools for Gents sagen? Use your shit. Benutzt euren Scheiß. Stellt ihn nicht nur in die Vitrine und guckt ihn euch an. So, beim Bearbeiten des Videos ist mir aufgefallen, dass wohl gestern die Kamera ausgegangen war, während ich das Schlusswort gedreht habe. Also, Schlusswort, zweiter Tag. Gerber Strong Arm kann ich uneingeschränkt empfehlen. Richtig guter Klopper, liegt satt in der Hand. Kann man prima mitarbeiten. Ich sage danke fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Link, wie gesagt, packe ich in die Beschreibung. Also, wie immer gilt, tschüss, Madiot, schwenkt den Hut, tschüss, verab und schwenkt die.